Es geht um Herausforderungen, es geht um Strategien, um Problemlösen, um Kreativität, um Fantasie. Es geht teilweise um Wirklichkeit, also weil Spielen ein Abbild davon ist, aber runtergebrochen ist, damit ich es überhaupt spielbar machen kann. Es geht um Entdecken, um Ausprobieren, um Freiheiten, um Freiräume, um so vieles, was mir vielleicht Realität gerade nicht bietet. Und das ist halt das Schöne. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien. Herzlich willkommen bei Wieso, weshalb, warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Jürgen Slegers spreche ich über die Bildungspotenziale von Computerspielen. Jürgen ist nämlich nicht nur ein leidenschaftlicher Zocker, sondern auch Medienspielpädagoge. In seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der Technischen Hochschule Köln verbindet er seine ganz persönliche Leidenschaft für digitale Spielkultur mit zahlreichen Fragestellungen zur Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen. Er kennt sich also nicht nur bestens auf dem Computerspielemarkt aus, sondern hat auch jede Menge Methoden im Gepäck, die Eltern und PädagogInnen dabei helfen, mit Kindern und Jugendlichen über Games ins Gespräch zu kommen. Jürgen und ich kennen uns schon länger. Und da wir beide in Köln leben, haben wir die Gelegenheit genutzt und uns für die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge persönlich in seinem Büro getroffen. Unter Beobachtung einer lebensgroßen Super Mario-Figur vergleichen wir die Spielmechaniken von analogen und digitalen Spielen. Wir sprechen über sein spannendes Forschungsprojekt zum Thema Ethik und Games, vor allem aber über die Frage, welche Potenziale im gemeinsamen Spiel mit den eigenen Kindern stecken. Wie eigentlich immer war die Zeit mal wieder viel zu kurz für die vielen Fragen, die ich eigentlich an Jürgen hatte. Weil es aber so herrlich war, sich face-to-face gegenüber zu sitzen, haben auch wir kurzerhand den formalen Rahmen dieses Podcasts etwas spielerisch interpretiert und ihn ein klein wenig überschritten. Gerade deshalb hat mir der Austausch mit Jürgen so großen Spaß gemacht und ich bin mir fast sicher, dass er auch euch mit seinem spürbaren Enthusiasmus für digitale Spiele anstecken wird. In diesem Sinne, rein ins Vergnügen und viel Freude beim Talk mit Jürgen Slegers über das Bildungspotenzial von Games. Jürgen, schön, dass du dabei bist. Weil wieso, weshalb, warum? Hi. Vielen Dank für die Einladung. Das ist in vielerlei Hinsicht heute eine schöne und interessante Premiere. Wir sitzen nämlich jetzt zum ersten Mal, seit ich diesen Podcast mache, wirklich face-to-face uns gegenüber. Und ich freue mich sehr, dass du dann heute Zeit hast, mit mir über das Thema Games zu sprechen. Und ich muss direkt noch eine andere, ein anderes Bekenntnis am Anfang machen. Der Bereich Games ist für mich persönlich wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ich habe beruflich schon auch damit zu tun, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich der große Gamer wäre und mich wahnsinnig gut daran auskenne. Würde. Und ich habe direkt schon am Anfang gemerkt, wow, das ist ein Riesenbereich und ich habe fast ein bisschen Sorge, auf Klischees rumzureiten und habe mich erinnert an die Verleihung des Deutschen Computerspielepreises 2019 war es, glaube ich, die Ina Müller moderiert hat und die sich in ihrer Moderatorinnenrolle auch in wahnsinnig vielen Klischees verrannt hat und das gilt für mich jetzt heute als Negativbeispiel. Den Thron möchte ich nicht erobern und ich hoffe, dass uns das gelingt, das schön zu umschiffen, da hilfst du mir hoffentlich bei. Ne? Ja, so schlimm kann es nicht nochmal werden. Also ja, das schaffst du nicht. Genau. Nein, also es geht eben überhaupt nicht um diese Klischees, die sind hinreichend diskutiert, sondern mit dir möchte ich gerne über die Bildungspotenziale von Games sprechen. Das ist der Bereich, in dem du dich besonders gut auskennst. Aber zuallererst würde mich interessieren, speziell auch von diesem Hintergrund Games und Bildung, welches Spiel hast du denn zuletzt gespielt und was hast du dabei gelernt? Es war, glaube ich, Baba is You. Da musst du, glaube ich, direkt ein bisschen erklären. Mir sagt es nichts. Es ist ein großartiges Spiel, das muss man direkt sagen. Und jeder sollte sich das direkt kaufen. Es ist ein Spiel, was mit dem Spiel und mit dem Spielen spielt. Weil die Spielregeln sich immer wieder verändern und zu entdecken sind. Und das ist total schön. Also es ist grafisch nicht opulent, es ist sehr minimalistisch und es geht
eigentlich immer darum, Baba ist eine Figur, die zu einer Fahne gelangen muss und es gibt verschiedene Regeln, die das ermöglichen oder gerade verhindern. Und durch Kombination, ich will gar nicht zu viel verraten, das ist immer so schwierig. Dann erzähl doch einfach, was du gelernt hast dabei. Was ich gelernt habe, wie schön Spiele sein können, weil das mich, glaube ich, so im Herz getroffen hat, weil es genau mit dem Verändern, mit der Neugier, mit all diesem spielt. Also genau damit, was andere Spiele oft vergessen oder vielleicht auch, weil sie anders aufgebaut sind, einfach nicht machen können. Da gibt es ganz klare Erwartungen und ganz klare Spielregeln und die müssten so sein und jeder muss sie verstehen. Und hier ist es halt genau, dass damit gebrochen wird. Und es gab ähnliche Spiele vor 20, 25 Jahren, die auch immer wieder von Level zu Level war die Steuerung anders. Es gab eine Gravitation. Auf einmal war rechts nicht rechts, sondern links, also von der Steuerung. Und solche Spiele sind klein, fein, aber sehr überraschend und bleiben wenigstens mir gerne im Gedächtnis, weil sie so total liebevoll sind. Und ja, aus der Masse herausstechen und dann nicht FIFA, Mario und Co. heißen. Wenn du von Spielen sprichst, die dir im Gedächtnis geblieben sind, ist das ja quasi die schönste Überleitung, die du mir bauen kannst, um mal ganz weit in dein Gedächtnis zurückzukramen. Du kennst ja schon diesen Einstieg, den ich in diesem Podcast wähle mit meinen Gästen. Ich würde immer gerne einen kleinen Ausflug machen in die eigene Mediensozialisation. Also mit welchen Medien und in deinem Fall speziell mit welchen Games oder Spielen hast du dich denn in deiner Kindheit so beschäftigt? Und das ist dann quasi jetzt der weitere Premiere-Moment. Endlich kann ich diese Getränkefrage mal stellen und bekomme dieses Getränk jetzt tatsächlich von dir dargereicht. Also insofern frage ich ganz feierlich, wenn du mal zurückdenkst an deine Kindheit, welche Getränke du da gerne getrunken hast, welches Getränk stellst du mir heute hier auf den Tisch und mit welchen Erinnerungen ist es für dich verbunden? Bitte. Ich bin ja Spieler und vielleicht kriegen wir das hin, dass wir auch ein bisschen das erraten können vom Sound, weil ich jetzt seit 2 Tagen darauf warte, diesen Sound wieder zu hören. Das ist so das eine. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Es ist kein Flensburger. Nein. Wenn man jetzt noch den Geruch irgendwie übermitteln könnte. Es riecht tatsächlich wie Kindheit. Ja, ich rieche auch mal. Boah. Da müssen wir durch. Also was ich gerade aufgemacht habe, ist ein Zitronenteegetränk. Hier steht drauf, für 8 Liter, ich glaube 4 kriegen wir da raus, weil man das ja überdosieren muss, glaube ich. So habe ich es gelernt in der Kindheit. Es sieht aus wie Fischfutter oder so Granulat. Vielleicht ist da auch irgendwie was von drin. Ich habe mir gesagt, ich lese nicht durch, was da alles enthalten ist, sondern für diesen Podcast muss das jetzt einfach auch mal sein. Es ist der Zitronenteegetränk, den man sich jetzt irgendwie zubereiten darf. Ich habe dir einen gekühlten Liter stilles Wasser hingestellt. Wir können es jetzt mixen. Hervorragend, ich freue mich. Und tatsächlich ist es auch ein Kindheitsgetränk meiner Kindheit. Von wem nicht, müsste man sich wahrscheinlich auch fragen. Ich glaube, es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen zu sich genommen. Mehr. Ist das genug überdosiert? Ich weiß es schon halb voll. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es zu Hause oder durch die ersten Ferienlager. Oh Gott, ist das. Man muss rühren, ne? Ja. Ich glaube, man muss rühren. Ja, einen Löffel hast du direkt auch schon gedacht. Genau. Noch das Wasser aufkriegen hier. Okay, super. Die erste halbe Stunde des Podcasts ist gleich schon rum mit der Getränkezubereitung. Aber auch das habe ich mir schon heute vorgenommen. Wir lassen uns die Zeit, die wir brauchen, und sprengen im Zweifelsfall einfach mal unser Format. Genau, was ich nicht mitgebracht habe, ist so Tritrop und all sowas wäre auch noch Kindheit oder auch Kaba und diese ganzen Dinge. Das war irgendwie das, was ich jetzt auch tatsächlich nochmal haben wollte. Und das Schöne ist, mittlerweile ist man ja in einer anderen Rolle. Das heißt, zu Hause wartet jetzt ein recht frisch 11 Jahre gewordener Sohn darauf, dass ich dieses Getränk, wenigstens Teile davon, mit nach Hause bringe. Meine Freundin meinte schon, was hast du da gekauft? So mit riesigem Vorwurf. Ich so, ja, das brauche ich für die Arbeit. Ist so das Argument, was ich für vieles brauche. Und die freuen sich jetzt, oder er freut sich, dass er das natürlich auch probieren darf. Ich würde sagen, wir stoßen an. Auch. Zum Wohl. Sieht ein bisschen aus wie Dunkelbier oder kalter Kaffee, so eine Mischung, ja.
Alter. Ah, das mit der Überdosierung hat funktioniert. Holla, holla, holla. Oh, ich glaube, da kann noch ein Liter rein. Die haben das, glaube ich, irgendwie anders konzentriert. Das war früher nicht so stark. Nee. Na gut, na, wir trinken das jetzt so weg, das gehört dazu. Und vielleicht nutzen wir dann jetzt mal die Gelegenheit, während wir das trinken und uns an diesem Geschmack ergötzen, dass du auch ein bisschen erzählst von deiner Kindheit, weniger von deiner Kindheit mit Teegranulat, sondern von deiner Spielekindheit. Ja, was gab es denn da so für Sachen? Ach, so viel gab es gar nicht. Also ich könnte aufzählen, was es alles nicht gab. Die ganzen Nintendo-Geschichten gab es dann erst viel, viel später. Es gab irgendwann mal ein Pong-Spiel, das gab es dann zu einem Fernseher und zu diesem gab es dann auch das Spiel. Das war also nicht das Ur-Pong, was auch schwarz-weiß sich darauf begrenzte, sondern es war dann auch schon farbig und ich hatte so ein ganz kleines LCD-Spiel, auch kein Nintendo, sondern irgendwas, wo man Dinge werfen und fangen konnte und das piepste die ganze Zeit und es gab 4 Knöpfe. Davon gab es dann 2 oder 3 Spiele irgendwann mal. Und witzigerweise habe ich auf der Schreibmaschine meines Bruders Tetris gespielt. Es war eine elektronische Schreibmaschine, die hatte so ein 10-Zeilen-Display. Und da konnte man tatsächlich Tetris drauf spielen. Und das habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht. Und irgendwann, das war dann so 82, 83, habe ich so das ganze Geld, was man zur Konfirmation bekommen hatte, zum Allkauf gebracht. Ich glaube, den Laden gibt es auch seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da habe ich mir dann einen Brotkasten gekauft, also den guten C64, ach so, ja, wie man ihn damals so gerne schon nannte. Und ja, damit fing es eigentlich an. Aber ich möchte trotzdem, du bist nämlich schon direkt bei deiner Computerkindheit quasi, aber welche Rolle hat so wirklich für dich als Kind? Ach, das war das gar Spielen nicht. Gespielt? Also das war ja so die Kindheit auf einem Dorf, will ich gar nicht sagen. War schon eine Stadt, kleine Stadt, wo man dann draußen gespielt hat, Rollhockey und ich weiß nicht was, mit den Freunden aus der Nachbarschaft, bis dann irgendwann hieß, wenn die Laternen angehen, kommst du rein. Und das war so Kindheit. Also tatsächlich lange draußen spielen, viel machen. Das waren nicht die abgefahrensten Spiele und auch nicht die unendlich langen Sessions mit Brettspielen oder irgendwas. Also aus meiner Perspektive natürlich so die ganz normalen Sachen, dass man Risiko, dass man Monopoly, dass man die Spiele halt kennengelernt hatte. Ich glaube, du kennst mich ja nicht als Kind, sondern tatsächlich später, dass ich vielleicht auch einiges nachgeholt habe und dann halt durch die Wahl des Studiums und durch die Wahl des Berufs und der Tätigkeiten dann natürlich immer viel verknüpfen kann, dass Spielen dann auch für mich Arbeit ist und ich mich damit auseinandersetze und deswegen das in meinem Fokus ist. Ja, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob du irgendwie zu Hause deine Eltern damit genervt hast, dass du ohne eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen, nicht ins Bett gegangen bist oder sowas. Das war gar nicht unbedingt so, ja? Das war gar nicht so. Ja. Und also ganz selten gab es denn mal einen Halmer irgendwie gegen den Vater. Ich weiß, gegen meinen Bruder, 2,5 Jahre älter ist er. Schach zu spielen war immer ganz schlimm, weil ich das nicht aushalten konnte. Ja, habe ich mir denn tatsächlich, dann mache ich jetzt auch den Bogen, irgendwann so die Selbstständigkeit des Spielens. Ich kann jetzt mit dem Computer, mit anderen, mit Freunden, mit Klassenkameraden spielen. Ja, auch über meine Anschaffung tatsächlich dann geregelt. Und ja, das waren dann schon schöne Erlebnisse, ob das jetzt irgendwie ein Donkey Kong war oder ein Pac-Man oder die allerersten Spiele. Und ja, dann gab es ja irgendwann mal, dass dann Freunde kamen aus der Klasse, man wusste, wer Spiele hat und man tauschte oder brachte Spiele mit. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Kindheit. Da fing's an. Sehr schön. Ja, dann lass uns jetzt mal den Bogen von der Kindheit zu deinem Erwachsenenleben und vor allem zu deinem Berufsleben dann spannen. Du bist von Haus aus Diplom-Sozialpädagoge und hast, habe ich gesehen, Medienspielpädagogik studiert. Ist das richtig? Ja, genau. Kannst du mir kurz umreißen, wie habe ich mir so einen Studiengang vorzustellen? Medienspielpädagogik. Genau, das war ein Studiengang in Krems, Donau-Universität in Krems im schön Österreich. Und ja, es war ein relativ spannender, berufsbegleitender Masterstudiengang, den es hier in der Form damals noch nicht gab.
viele Themen wurden einfach nochmal vertieft aufgegriffen. Die berufliche Praxis, die Erfahrung aus, damals waren es 15, ja gut 15 Jahre schon, haben dann natürlich sehr viel gebracht und genützt. Und man konnte aber auch mit so einem kleinen Lächeln sagen, ja, das muss ich jetzt machen. Das muss ich fürs Studium machen. Also ich weiß, dass ich mir dann einen großen Fernseher gekauft habe und diesen in mein Zimmer gestellt habe und gesagt, ja, ich muss jetzt Fable spielen. Das war das Spiel, was ich mir damals ausgesucht hatte, weil die Aufgabe war, sich ein Spiel sehr intensiv anzuschauen und darüber zu reflektieren und Dinge zu beschreiben. Und ja. Okay, also das Spielen war schon ein großer Inhalt dieses Studiums auch tatsächlich so. Ja, ne? ja. Genau. Okay. Naja, und heute ja, gehst du dem ja auch nach wie vor noch beruflich nach. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der TH in Köln im Institut für Medienforschung und Medienpädagogik und hattest über viele Jahre bis 2014, wenn ich das richtig recherchiert hatte, die Co-Leitung des Instituts Spielraum inne. Da habt ihr euch also auch schon sehr viel mit dem Thema Games und Spiele in der pädagogischen Praxis beschäftigt. Ne? Also ja, das Konstrukt Spielraum gibt es immer noch, aber im Moment gibt es kein Drittmittelprojekt, auch keine Forschung. Und aktuell bin ich halt seit einigen Semestern oder Jahren auch hier komplett in der Lehre tätig. Genau, darauf wollte ich nämlich nochmal jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen, was du alles sowohl hier im Rahmen deiner Tätigkeit an der TH als aber auch darüber hinaus gemacht hast. Also angefangen wirklich als Spieletester, ja, was ja dann ganz offensichtlich an deiner Passion für Spiele irgendwie angedockt hat. Bist du inzwischen in diversen Juries ja auch schon vertreten gewesen oder bist es auch aktuell noch? Also du warst in der Jury des Deutschen Computerspielepreises. Du bist, wenn ich das richtig im Blick habe, in der Jury für den Kindersoftwarepreis Tommy. Du bist, und daher kennen wir zwei uns ja auch vor allen Dingen, schon seit vielen Jahren in der Jury des Deutschen Multimedia-Preises und da besonders als Experte eben für Games dabei, die von Kindern und Jugendlichen ja schon selber programmiert werden. So. Also hast, wenn man so will, beide Seiten so ein bisschen im Blick, das, was so in dieser Independent-Szene läuft, aber eben auch das, was so auf dem kommerziellen Markt läuft. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Art von Qualifikation ist, aber du zählst für mich auch zu den Menschen mit der beeindruckendsten T-Shirt-Sammlung zum Thema Games. Weil du so wahnsinnig viele T-Shirts überträgst, die in irgendeiner Form was damit zu tun haben und zu denen auch gleich so humorvoll sind. Also du hast einfach eine sehr, sehr große Leidenschaft für Spielekultur. So, darauf will ich einfach irgendwie hinaus und auch gleichermaßen eine Expertise. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ich weiß nicht, ob du das kurz beantworten kannst, aber was macht denn für dich diese Faszination von Spielen aus und speziell eben auch von digitalen Spielen, von Games? Ach, dass so viel möglich ist. Also das ist einfach ein tolles Medium, über das man sich austauschen kann, wo ich erfahre, wieso, weshalb, warum, was suchst du in diesen Spielen, in dieser Tätigkeit, was gibt dir dieses Spiel? Ist es jetzt wirklich das vielleicht von Medien gerade mal wieder vor den Karren gespannte, verwerfliche Spiel XY und wenn du das spielst, dann kannst du ja nur zum Amokläufer werden oder vielleicht ist es ja was ganz anderes für dich, vielleicht ist der Wettbewerb, also Spieler Typen auch zu erkennen. Es gibt unterschiedliche Spielertypen. Es gibt den, der wirklich gewinnen will. Es gibt aber den, der einfach nur spielt, weil er am Spielen Spaß hat. Es gibt den, der in Spielen was entdeckt. Es gibt den, der ein bisschen dahinter schauen möchte und Dinge sucht und ausprobiert, was ist vielleicht möglich, was nicht so offensichtlich ist. Und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich total faszinierend. Und da bin ich eigentlich gerade schon ein bisschen weg von den Spielen und bin mehr bei den Spielenden. Sich aber mit denen darüber auszutauschen und genau deren Expertise zu erkennen und rauszuhören und zu lernen von anderen Menschen, was sie darin sehen. Also die Tätigkeit finde ich ganz toll, aber sie bietet einfach so viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, auch in pädagogischen Kontexten. Das ist, glaube ich. Es gibt ja diesen Begriff des Homo Ludens. Geprägt wurde er von einem Historiker und Kulturphilosophen Johann Huizinger. Der hat ihn ins Leben gerufen, diesen Begriff, ne, und hat eben schon in den 30er Jahren darüber eben auch ein Buch geschrieben. Und daraus habe ich ein Zitat nochmal gefunden. Mhm. Das will ich dir mal gerade kurz vorlesen. Der hat da geschrieben, im Spiel ist es möglich, die Zwänge der äußeren Welt zu erfahren und gleichzeitig zu überschreiten. Und damit enthält das Spiel das Potenzial, verfestigte Strukturen zu durchbrechen und Innovationen hervorzubringen. Mhm. Das hat er gesagt zu einer Zeit, als PCs für den Alltagsgebrauch auch wirklich sehr, sehr weit entfernt waren oder auch Spielekonsolen oder Ähnliches. Würdest du aber dann von diesem Zitat sagen, dass man das heute auch uneingeschränkt so auf digitale Spiele übertragen kann oder hat sich das irgendwie verändert?
Also ich finde, dass man sehr, sehr viel aus der Spieltheorie einfach allgemein auch nutzen kann und das jetzt gar nicht auf die Spielform des digitalen Spielens, des virtuellen Spielens oder des analogen Spielens, wie auch immer, dass man das unterscheiden muss. Also dieses so tun, als ob auch der Magic Circle, der da beschrieben wird, es gibt einen magischen Kreis, den ich betrete und dann bin ich in dieser Spielwelt und in dieser Welt gelten andere Regeln. Das ist so grundlegend, genauso wie Spiel ja auch eine freiwillige Tätigkeit ist und darum, wenn wir später mal auf Spielen und Bildungskontexte und Serious Games oder ich weiß nicht, Gamification kommen, ist immer so die Frage, kann das überhaupt funktionieren, wenn da auf einmal die Freiwilligkeit vielleicht gar nicht gegeben ist? Aber wenn ich mich auf ein Spiel einlasse, ist das einfach total schön, dass ich in dieser Welt so tun kann, als ob. Ich kann jemand anders sein. Ich kann auf einmal Harry Potter sein und nicht nur lesen, sondern ich kann in dem passenden Spiel kann ich diese Figur bewegen. Ich kann in einem anderen Spiel kann ich vom kleinen Menschen zum riesigen Helden werden. Ich kann alles Mögliche machen und das kann ich ja in anderen Kontexten auch. Wenn ich mir jetzt einfach die Situation vorstelle, wir sitzen jetzt hier gerade an einem runden Tisch, neben uns ist eine große Mario-Figur, aber ja, wenn jetzt die ganze ein bisschen beobachtet. Wenn da jetzt tatsächlich eine dritte Person wäre, könnten wir eine Runde Skat zocken und jetzt wäre vielleicht die dritte Person unsere Chefin oder unser Chef. Wenn es gut läuft und wenn man sich gut versteht, dann können wir in dieser Spielphase auch mal sagen, ey, jetzt spiel doch mal das so und so und man kann sich anders anflaumen und man kann sich anders, weil da andere Regeln gelten. Und das finde ich völlig legitim und das ist auch mal gut. Wenn das aber einer nicht versteht, beispielsweise der Chef, der dann angeblufft wird, weil er die Pik 7 nicht gespielt hat oder so, dann ist er gar nicht so in der Spielwelt wie wir drin. Also sich über Spielregeln und über die Art und Weise, wie man spielt, wie man auch miteinander spielt, darüber muss man sich verständigen. Und das finde ich total spannend, weil wir ja jetzt oft im Kontext von Spielen an Kinder und an Jugendliche denken. Denken wir an Kinder und Jugendliche, denken wir oft an Pubertät und Regeln ist so das, was denen am entferntesten liegt. Aber im Kontext von Spielen ist das etwas, wo die auch schon drauf achten. Ohne das funktioniert es da nicht. Eigentlich ein totaler Widerspruch. Ne? Im Leben geht es gar nicht mit Regeln, da sträubt man sich gegen. Aber bei Spielen ist es ganz wichtig, weil man muss die einhalten, sonst funktioniert es nicht. Stimmt, interessanter Aspekt. Ja. Und ich könnte es noch ausweiten, dass ich erstmal durch das Spielen auch das Spielen lerne. Also das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ich jetzt wirklich mal runtergehe vom Alter her und mir Dinge im Sandkasten anschaue, die spielen erstmal nebeneinander, dann müssen sie irgendwann miteinander spielen. Ah, das ist aber meine Schippe. Also das würden sie so nicht sagen, sondern irgendwie mit einem bösen Blick und festhalten und schreiend, den ganzen Spielplatz zusammenschreiend. Das muss man ja auch erstmal lernen, miteinander zu spielen oder überhaupt das Spielen auch zu lernen. Und dann kommt das Regelspiel. Und wir reden ja jetzt hier in erster Linie über Regelspiele. Und das finde ich total schön, weil ich da ganz viel lerne. Es geht um Herausforderungen, es geht um Strategien, um Problemlösen, um Kreativität, um Fantasie. Es geht teilweise um Wirklichkeit, also weil Spielen ein Abbild davon ist, aber runtergebrochen ist, damit ich es überhaupt spielbar machen kann. Es geht um Entdecken, um Ausprobieren, um Freiheiten, um Freiräume, um so vieles, was mir vielleicht Realität gerade nicht bietet. Und das ist halt das Schöne. Aber um nochmal ganz zurückzukommen auf die Frage, die ich einleitend gestellt habe, du hast sie aber auch schon beantwortet, ich will das nur nochmal festhalten, also so eine Unterscheidung von digitalen und analogen Spielen macht, wenn ich dich so richtig verstanden habe, erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, ne? Weil die Prinzipien dahinter sind häufig ähnliche. Klar ist das Medienformat ein anderes und sicherlich sind auch andere Regeln manchmal damit verbunden, aber so die Potenziale sind in beiden Welten eigentlich vergleichbar. Ja, ne? Ja. Es gibt natürlich Ausdrucksformen und es gibt, ob es jetzt AR ist, VR, also Virtual Reality oder Dinge gibt, dass ich auch übers Internet oder über Netzwerke mit anderen spielen kann. Das sind natürlich Spielformen, die sich dann schon ein bisschen unterscheiden, aber Spielmechaniken sind doch sehr ähnlich. Und das Schöne ist, auch damit zu spielen, dass ich vielleicht Dinge auch mal überführe. Also wir sitzen hier in einem, das muss man vielleicht auch sagen, in einem Raum, der voller Kartons, also eigentlich in so einem... Sieht auch ein bisschen wie Tetris aus eigentlich. Total, ja. Ja. Sehr bedrohlich eigentlich so ein bisschen.
in einem Büro, was ich jetzt irgendwie in Kisten verpacke. Und wir könnten jetzt einfach mal schauen, welche Materialien könnten wir nutzen, um ein Pong, das war eben so der Einstieg, nachzubauen. Oder ein Space Invaders oder Tetris hast du genannt. Ne? Tatsächlich, das ist irgendwie, wenn ich da 4 Kisten jetzt in den Kofferraum packen müsste, dann muss ich auch schon stapeln. Und viele sagen dann, ah ja, das kann ich besonders gut, weil ich super war in Tetris. Und das wäre jetzt einfach so die Idee, auch mit den Spielen zu spielen und die Plattform zu verlassen und zu sagen, ich spiele das jetzt nicht auf dem Bildschirm, sondern ich spiele das jetzt in einer anderen Wirklichkeit. Und da gibt es tolle Beispiele. Ich habe mal ein bisschen in den Methodenkoffern, die ihr auf euren Websites ja auch anbietet, rumgewühlt und bin da auch so ein paar Dinge gestoßen, von denen ich dachte, auch wenn du das mit Eltern oder MultiplikatorInnen spielst, dann kann ich das auch mal mit dir machen. Das erste, auf das ich gestoßen bin, ist aus einer Methodensammlung von eurer Plattform Digitale Spielwelten. Das sind einfach nur ein paar Fragen zum Thema Gaming, mehr oder weniger persönlich. Und ich würde dich bitten, die einfach wirklich mal kurz und prägnant zu beantworten. Da müssen wir jetzt erstmal gar nicht groß in die Tiefe gehen, aber damit kommen wir dir als Person und auch deiner Faszination vielleicht nochmal ein bisschen näher. Eins hast du möglicherweise eben auch schon beantwortet bei Frage Nummer eins hier. Was ist dein aktuelles Lieblingsspiel? Baba is You. Ja, habe ich mir gedacht. Wie viel Geld gibst du im Jahr für Games aus? Ah, es ist schon ein bisschen mehr als 100 Euro, vielleicht auch manchmal 200 Euro. Die Switch hat es mir da angetan, da sammle ich einiges an Spielen. Allerdings nicht die Top-Seller, sondern dann eher viele kleine Indie-Games und ja. Ja, okay. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast einen 11-jährigen Sohn zu Hause. Insofern macht die nächste Frage auf jeden Fall auch Sinn. Habt ihr zu Hause Regeln für Spielzeiten oder Spielinhalte? Ja, also Alterskennzeichen, da ist er mit groß geworden, dass er nicht alles spielen darf, wobei er sehr findig geworden ist. Ich sollte es ja kurz beantworten, ne? Dann muss ich das an anderer Stelle erklären. Ja, wir haben auf jeden Fall Regeln. Und was dazu gehört, dass man sich dann auch immer wieder über die Regeln streitet. Und dann gibt es mal eine Ausnahme, aber es gibt halt auch Regeln und die werden auch in der Regel eingehalten. Mhm. Spielst du allein oder lieber mit anderen zusammen? Es ist gar nicht so einfach. Es kommt natürlich auf das Spiel an. Ich mag sehr gerne so die typischen Couch-Koop-Spiele, die man dann mit 4 Leuten vorm Fernseher sitzend spielt. Und ja, das mag ich schon sehr gerne. Ist ein sowohl als auch quasi. So. Ja, es gibt auch Spiele, wo ich dann gerne mal alleine durch möchte. Sind ja auch nicht alle für als Multiplayer-Game angelegt. Genau. Ja. Was stört dich an Spielen? Manchmal, dass die Spielenden zum Beta-Tester werden, viel Geld ausgeben und die Spiele sind noch nicht fertig. Also das heißt, der ganze Druck in der Branche, dass Spiele gelauncht werden müssen und dass der Entwicklungsprozess natürlich auf hohem Niveau auch nicht fehlerfrei ist. Teilweise die Vermarktungsstrategien, wobei ich es verstehen kann, wenn ich ein Spiel kostenlos spielen kann, dass ich dann mit eventuell Werbung, die ich mir anschauen muss, oder mit eigenen Daten zahlen muss, also Daten preisgeben muss. Wenn der Deal klar ist, finde ich das gut. Ich finde es aber schade, dass ich manche Spiele nicht kaufen kann, um das quasi wegzuschalten. Mhm. Weil es einige Spiele gäbe, die mir das wert wären, zu sagen, ich zahle jetzt einmalig die Summe und dann habe ich es. Da passt vielleicht direkt die nächste Frage. Was ist denn deiner Meinung nach das blödeste Spiel aller Zeiten? Oh, da fällt mir direkt Pumuckl ein. Ein kreatives Spiel, wo man den Kobold ausmalen darf und vom Programm angeschnauzt wird, wenn man so minimal über die Schablone drüber gemalt hat, was aber total schwierig ist. Also man hat es damals am PC gespielt und mit der Maus zu malen ist schwierig. Ja. Und dann ist ja ein Kreativprogramm und ich weiß noch, wie das ist so eingebrannt in meinem Gehirn. Pumuckl hat rote Haare, ne? Wenn man mal gesagt hat, ich mach's jetzt mal kreativ grün oder so. Und man wurde so richtig angeschnauzt und ich habe das gerne genutzt, jahrelang auf Vorträgen, um mal ein schlechtes Beispiel zu zeigen. Und die Leute haben mich angefleht, das auszumachen, weil die so aggressiv wurden, weil man so richtig gedisst wurde und angeschnauzt wurde von so einem blöden Pumuckl, weil man doch jetzt kreativ war und das war also ganz furchtbar. Und was schlimm war,
Das gab es, glaube ich, 8 Mal in der Stadtbibliothek. Also das führte mich auch dazu, eigentlich muss man mehr darüber reden und auch mal sagen, das, was ihr da habt, ist zwar eine Marke, aber es ist total schlimm. Und das müsst ihr nicht 8 Mal haben, sondern es gehört irgendwie weggeräumt. Ja. Schaust du dir Let's Play-Videos an und vielleicht nochmal, möglicherweise gibt es Menschen, die gar nicht wissen, was ein Let's Play-Video ist, also vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest. Man schaut Menschen beim Computerspielen zu, die dieses auch noch kommentieren. Gibt es ganz viele Unterschiede, wie sie das machen, ob lustig oder ernsthaft, ob sie das Spiel sich vorher angeschaut haben oder ein sogenanntes Blind machen, also blind reingehen und live kriegt man die Verzweiflung oder das Unvermögen dieser Person mit, die dann irgendwie im Spiel nicht weiterkommt. Und das ist ein sehr schöner Weg, sich Spiele zu erschließen, wenn man selber keinen Zugang zu diesen Spielen hat. Ja, ich schaue mir hin und wieder mal Let's Plays an, aber nicht so oft, wie ich eigentlich auch sollte. Mhm. Welche Rolle würdest du in einem Spiel gerne mal einnehmen? Oh, sehr schöne Frage. Ja, die sind von euch, wohlgemerkt, ne? Ja, 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 ja. Ja, manchmal macht man so Sachen 3 Uhr nachts und schreibt die nieder und weiß davon am Morgen auch nichts. Man ist auch total überrascht. Das, was in ganz, ganz vielen Spielen halt möglich ist, dass man so als, also die normale Heldenreise, die man unternimmt, dass man als kleiner unbedeutsamer Mensch, will ich gar nicht sagen, als Wesen in ein Abenteuer tritt und sich vielen Prüfungen stellt und irgendwann vielleicht die Welt rettet, die Prinzessin oder auch den Prinzen oder den Drachen, der kann ja auch mal gerettet werden. Das fände ich ganz schön. Ja, ich fände es auch, glaube ich, ganz schön, wenn die Welt ein bisschen klischeefreier wäre in diesem Spiel dann. Mhm. Vorletzte Frage. Warum kann es Spaß machen, im Spiel auch richtig böse zu sein? Weil ich das in der Wirklichkeit ja eigentlich nicht bin. Und also richtig fies zu sein, liegt doch in uns allen. Also wir möchten uns doch auch mal rächen an denen, die uns den ganzen Tag auf den Keks gehen. Und wenn das der blöde Mensch, der Nachbar, der Hupende an der Ampel oder andere Menschen sind und vielleicht projiziere ich das dann auf die Person in dem Spiel. Und das ist auch ein schöner Weg, wenn das dann in diesem Spiel rauskäme und ich dafür weniger hupe und weniger die anderen Menschen anblaffe und einfach ein bisschen relaxter bin. Ja. Ja. Okay, und dann letzte Frage, und die ist vielleicht eine schöne Überleitung auch zu einem größeren Themenkomplex, den wir unbedingt nochmal beackern müssen. Hast du in einem Spiel schon einmal entgegen deiner eigenen Moralvorstellung gehandelt? Ja. Magst du auch diese Erfahrung mit uns teilen oder ist das so unmoralisch, dass es besser nicht in die Öffentlichkeit kommen sollte? Nein, auch da konnte ich wieder sagen, das mache ich jetzt für die Arbeit. Vielleicht ist das auch schon die Überleitung zu dem Projekt Ethik und Games. Da haben wir uns auch mit ethisch-moralischem Verhalten in Computerspielen auseinandergesetzt. Das war ein Projekt, was gefördert worden ist und uns 3 Jahren die Möglichkeit gab, sich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich beispielsweise mit dem Spiel Pokémon Go, was seinerzeit rauskam, und es kam raus, als ich mit der Familie im Urlaub war. Das war ein bisschen blöd, weil das war damals im Schwarzwald, da gab es keine Pokestops, also ich kam im Spiel gar nicht vorwärts. Ich bin dann immer auf der Wanderung ein bisschen zurückgeblieben und habe geschaut, kann ich hier Pokémons fangen, das hat aber nicht geklappt und so kam ich halt in diesem Spiel gar nicht weiter. Als ich nach Hause kam, waren Kolleginnen und Kollegen viel, viel weiter im Spiel und dann habe ich mir aber auch gesagt, wir sind ja in dem Projekt Ethik und Games, jetzt cheate ich mal. Das heißt, ich schummel das, was man nicht machen darf. Und ich setze einen Bot ein, ein Computerprogramm, was mir hilft, während ich überhaupt nirgendwo rumlaufe. Das muss man ja eigentlich bei dem Spiel machen. Man läuft draußen rum und sucht diese Monster, Pokémons, Pocket Monster und fängt die dann ein. Das hat dann ein Computerprogramm für mich gemacht, während ich dabei gearbeitet habe. Also ich saß zu Hause und mein
Spieler ist in Düsseldorf rumgelaufen oder anderswo, wo halt ganz, ganz viele Pokémons zu fangen waren. Und das war natürlich nicht richtig. Ja, und ich konnte mir das ein bisschen erklären, dass ich zum einen keinem anderen Spieler jetzt Nachteil, also ich nehme ihm nichts weg, weil wenn ich ein Pokémon fange, ist das immer noch für den anderen Spieler da oder für die andere Spielerin. Und ich bereichere mich zwar und level mich in gewissem Maße hoch, aber trete dann nicht in Konkurrenz, dass ich gegen andere kämpfe. Mhm. Ja, das war so die Grenze für mich. Also dieses Unfair-Spielen, ja, aber für mich, für mein Sammeln, was ich gerade während der Arbeit nicht machen kann. Du hast es gerade schon angedeutet, also ihr habt ein Forschungsprojekt dazu gehabt hier an der TH Ethik und Games, das ihr über mehrere Jahre gemacht habt. Aber sag vielleicht nochmal, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich finde das echt ganz spannend, die Fragestellung, mit denen ihr euch da so beschäftigt habt. Worum ging es euch denn eigentlich dabei? Dass die ernsten Themen und das ernste Spielen schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, um dieses Buzzword auch zu nehmen, dass es halt ein Thema ist, über das man sich wunderbar unterhalten kann, weil es schon längst da ist. Also Spiele sind viel ernsthafter geworden und sich damit auseinanderzusetzen ist natürlich total wichtig. Und wir haben das unterteilt in drei Bereiche. Wir haben uns das ethisch-moralisch Handeln in Spielen angeschaut, also welche Möglichkeiten gibt es da, wie sieht das aus, wie machen das Spielende. Wir haben uns die Ethik beim Spielen angeschaut, wo es dann auch darum geht, wie spielt man miteinander gegen andere. Also da wäre so der Bereich auch Hate Speech und wie man sich tatsächlich auch verhält. Das ist ja dann vielleicht gar nicht in der virtuellen Welt zu merken, sondern eher da draußen oder in beiden Welten. Und Ethik über das Spielen hinaus, wo es dann auch ein bisschen um die Games-Branche geht. Und von der Gewichtung her war tatsächlich Ethik im Spiel natürlich der größte Bereich. Mhm. Und wir haben uns diverse Spiele angeschaut. Wir haben dann aber auch mit das war immer ein Fokus, das nicht alleine zu machen für andere, sondern auch mit Jugendlichen beispielsweise sich Spiele anzuschauen, sich Methoden zu überlegen, damit andere davon profitieren können und das dann auch nutzen können. Lass uns das mal durchgehen anhand genau dieser drei Teilbereiche, die du gerade schon genannt hast. Also der erste davon hast du ja schon gesagt, Ethik im Spiel. Ja? Mhm. Also welche Spielmechanismen oder auch welches Storytelling gibt es in diesen Spielen, die halt in irgendeiner Weise uns zu moralischem oder ethischem Handeln oder Denken herausfordern. Ich habe mir mal zwei rausgesucht, die mir da so ins Auge gesprungen sind. Und das erste davon ist This War of Mine. Muss man vielleicht direkt mal dazu sagen, das hat eine USK 16, also ist ab 16 Jahren erst freigegeben, ist insofern also eigentlich gar nicht ein Spiel für Kinder, aber du hast ja eben auch schon mal diesen Begriff der Ballerspiele in den Raum gestellt, der ja auch beim Thema Games irgendwie sehr schnell aufkommt. Und in gewisser Hinsicht, ich kenne das Spiel nicht, muss ich dazu sagen, aber in gewisser Hinsicht scheint es ja so ein Spiel auch zu sein, vordergründig zumindest erstmal. Ja? Also was ich gesehen habe, und du magst das gleich bestimmt nochmal weiter erläutern, das Setting des Spiels ist eben an den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren quasi angelehnt und bietet Zugang zur Diskussion über gesellschaftliche Folgen von bewaffneten Konflikten und stellt eben auch Fragen nach den Auswirkungen des Zusammenbruchs von zivilen Ordnungsstrukturen und damit eben auch Fragen in Bezug auf das ethische Empfinden oder auch moralisches Handeln in der Bevölkerung in Kriegssituationen. Das klingt für mich, wenn ich das erstmal nur lese und gar nicht spiele, wahnsinnig abstrakt und auch erstmal noch gar nicht nach einem Spiel. Aber kannst du das irgendwie mal versuchen, so ein bisschen näher zu umschreiben? Also was ist die Spielhandlung als solche wirklich und was steckt da so an Potenzial drin mit Blick auf die Frage Ethik? Ich glaube, jede zweite oder gefühlt jede zweite Spielbeurteilung fing an, ein Spiel, das keinen Spaß macht, weil das Spielen auch vordergründig erstmal keinen Spaß macht, weil es sehr realistisch ist und der Fokus ist ein bisschen verrückt, also ist in eine andere Richtung gewandt. Ich laufe nicht wie in anderen Kriegsspielen mit der Waffe im Anschlag durch irgendwelche Trümmer und versucht zu überleben, sondern ich lebe in diesen Trümmern in einem Haus, das sieht man so im Querschnitt und habe drei Personen beispielsweise und mit diesen drei Personen, mit dieser Zweckgemeinschaft muss ich versuchen zu überleben. Das ist das Ziel des Spieles halt, ich weiß gar nicht mehr, 40 Tage zu überleben und in den Tagen kann ich in der Gegend oder in dem Haus versuchen, mir ein Bett zu bauen und eine Anlage, die Wasser filtert und alles, was ich fürs Überleben brauche und nachts gehe ich dann auf
ja, Erkundung, vielleicht Beutezug in den umliegenden Häusern und finde vielleicht in anderen Trümmerbergen Dinge oder ich sehe, da ist jemand, gehe ich da jetzt rein, gehe ich da nicht rein, was passiert da? Und ein Beispiel, was wir immer genommen hatten, ist, ich habe eine Situation, dass meine Personen, die zu Hause sind, so kränklich sind, wenn sie heute nicht zu essen bekommen, werden sie sterben. Und der sich gerade noch so einigermaßen rausschleppen kann, geht raus in das benachbarte Haus. Da wissen wir, da ist ein älteres Ehepaar und die haben noch Konserven. Und ich komme in das Haus rein und werde direkt von dem Mann angefleht, wegzugehen, sie in Ruhe zu lassen. Er hat noch seine Frau da und ich habe nicht die Option, die ich vielleicht moralisch wählen würde. Komm, packt die Konserven ein, kommt mit zu uns, wir vergrößern unsere Zweckgemeinschaft, wir bieten euch Schutz gegen Nahrung, das wäre moralisch vielleicht sowas, was man aushandeln könnte, das bietet das Spiel in der Situation nicht. Und jetzt muss ich überlegen, nehme ich alles, nehme ich nur ein bisschen, um zu überleben, in der Hoffnung, dass ich in der nächsten Nacht irgendwo anders was finde? Ärgere ich mich, wenn ich nur ein bisschen nehme und in der nächsten Nacht ist gar nichts mehr da, weil die von anderen ausgeraubt worden sind oder so gestorben sind, weil sie auch krank sind? Das sind genau die Punkte, über die man dann tatsächlich innerhalb des Spiels jetzt nicht mit dem Spiel selber diskutieren kann, aber da tatsächlich einen Break machen kann. Und das haben wir dann immer gemacht. Und das halt mit anderen dann zu diskutieren. Ich habe eine andere Situation, da wird eine Frau bedrängt von einem fremden, ich glaube sogar Soldaten. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, mit Gewalt zu antworten. Und vielleicht muss ich es sogar machen, sonst passiert was ganz Schreckliches. Und da bin ich wieder in einem Dilemma. Das ganze Spiel ist voll davon. Und das ist, wie gesagt, nichts, was man irgendwie vielleicht gerne macht, aber was sich gerade in Bildungskontexten natürlich wunderbar eignet, um darüber zu diskutieren. Ja, ich merke schon, eine Menge moralischer Fragestellungen. Und das klingt jetzt auch tatsächlich erstmal vordergründig, zumindest nicht nach Spielspaß, aber darum eben geht es ja auch in diesem Spiel nicht, sondern es will ja was ganz anderes im Grundsatz. Ne? Ist ein tolles Beispiel. Ich muss bei dem Spiel kurz erwähnen, es gibt auch mittlerweile eine Brettspielversion, die ist auch toll. Aber es zeigt sich wirklich, dass das Spielen digitaler Spiele manchmal auch einfacher ist, weil das viel dann auch löst und anders regelt. Ja. Und trotzdem, das Spiel an sich, es ist War of Mine, auf jeden Fall zu empfehlen, sich das mal anzuschauen und sei es über ein Let's Play, um dann den Bogen zu schließen. Wobei wir aber, haben wir eben schon gesagt, haben USK 16, wenn wir jetzt mal versuchen, über Spiele zu sprechen, die vielleicht auch eher an die Zielgruppe Kinder nochmal andocken. Ich weiß es bei dem anderen Beispiel, das ich rausgesucht habe, ehrlich gesagt gar nicht genau, das wirst du wissen, The Unstoppables. Das hat keine Alterskennzeichnung, ist ein Spiel, was auch komplett kostenlos zur Verfügung steht. Da geht es um auch um moralisch-ethische Werte. Es geht um Unterschiede. Tofu wird nämlich geklaut oder beziehungsweise entführt. Und Tofu ist ein Blindenhund von Melissa. Melissa ist blind und hat natürlich jetzt das Problem, dass sie ihren Hund gerne wiederhaben möchte und Schwierigkeiten hat, im Leben auch klarzukommen. Ist ein typisches Adventure, so ein Sidescroller. Also man bewegt sich auf einer Ebene von rechts nach links. Und sie hat Freunde, die aber auch alle unterschiedliche Beeinträchtigungen haben. Ich könnte aber auch anders sagen, sie hat Freunde, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und in dieser Kombination, in dem Team, schaffen sie es dann halt herauszufinden, wer Tofu entführt hat. Und das ist halt sehr schön, weil es um Vielfalt geht, weil es darum geht, wie bunt unsere Gesellschaft ist, sein kann und wie gut man weiterkommt, wenn man sich unterstützt und auch die, ist immer schwierig zu sagen, vielleicht die Fähigkeiten Einzelner nutzt, um eigene Defizite zu kompensieren. Also, dass Melissa blind ist, deswegen kann sie an manchen Stellen, braucht sie Hilfe, hat aber mit dem Blindenstock beispielsweise die Möglichkeit, irgendwas runterzuholen. Es gibt einen, der sitzt im Rollstuhl, der hat eine andere Perspektive, der kann aber jemand auch mitnehmen, der dann nicht so gut laufen kann und mal eine Pause braucht und ganz, ganz viele Sachen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel und auch kindgerecht. Ein schönes Spiel, um das auch vielleicht gemeinsam zu spielen, weil USK 0, das heißt ja nicht, dass es jetzt irgendwie für einen 3- oder 4-Jährigen geeignet ist, sondern
dass es ein Kind halt jetzt erstmal nicht schädigen würde in der Entwicklung und nicht beängstigen würde, aber vom Pädagogischen her super zu empfehlen, das gemeinsam mal zu spielen. Das kann man sehr gut auf dem Tablet spielen. Ist wichtig an der Stelle vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wenn wir jetzt hier so oft die USK-Alterseinstufungen erwähnen, das sind eben Alterseinstufungen, aber keine pädagogischen Empfehlungen. Ne? Ich kenne das aus dem Bereich Kinderfilm, den wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, ähnlich, da ist es ja die FSK und diese Alterskennzeichnungen beschreiben ja letztendlich eben nur, dass ein Spiel aus Sicht des Jugendschutzes Kinder in der Entwicklung eben bis zum Alter auch nicht beeinträchtigt. Es geht um die Annahme, dass dieses Spiel aufgrund der Inhalte, der Spielweise und anderer Kriterien einen, nehmen wir jetzt USK 12, einen normalen 12-Jährigen, eine 12-Jährige in der Entwicklung beeinträchtigen, schädigen würde. Ja. Aber es ist eben was anderes als eine pädagogische Empfehlung für eine bestimmte Altersgruppe. Da kann man sicherlich für die Shownotes später den Spieleratgeber-NRW nennen, der weit über 1000 pädagogische Beurteilungen hat. Tolles Team hier auch aus Köln, die das seit vielen, vielen Jahren machen, wo Spielerinnen und Spieler selber, also Kinder, Jugendliche, auch in Spieletestergruppen Spiele sich anschauen und das Ganze ist pädagogisch begleitet und dann wird aus den Tests eine pädagogische Beurteilung geschrieben, die man dann lesen kann. Ja. Danke für den Hinweis, den müssen wir auf jeden Fall auch unterbringen. Gerne. Ja, genau. Aber lass uns doch mal gerade zurückkommen zu den beiden Spielen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das sind ja jetzt wirklich nur zwei Beispiele gewesen, es wird Unmengen mehr davon geben. Aber ich würde mal behaupten, soweit ich diesen Markt zumindest überblicke, es sind beides keine Spiele, die in diese Kategorie Blockbuster-Games fallen. Ja? Also wie bei Filmen ja eben auch. Gibt es ja auch bei Spielen so Blockbuster. Also die kennt irgendwie jeder und die werden massenhaft gespielt und, keine Ahnung, millionenfach verkauft. Was würdest du denn sagen, jetzt gar nicht so aus marktwirtschaftlicher Perspektive, ne? Aber was für eine Relevanz haben denn diese Spiele im Verhältnis zu diesen Blockbuster-Spielen? Also finden die irgendwie auch ein Publikum oder ist das eher nur so eine ganz komische, absurde Nische und ihr habt den Luxus, euch damit auseinanderzusetzen, weil ihr das halt eben so aus dem Forschungsinteresse heraus auch tut? Wir sind so Perlentaucher, ne? Ja, ist vielleicht ein bisschen so. Ja. Genau, deswegen frage ich, also wo verortet ihr euch denn da so oder auch diese Spiele dann eben letztendlich? Ich finde unsere Arbeit ganz wichtig, genau diese eher unbekannteren Spiele auch da mal den Scheinwerfer drauf zu lenken oder den Fokus. Und das ist halt so das Schöne, irgendwie rauszugehen und zu sagen, oh, kennst du schon das neueste Spiel von Nintendo oder von wem auch immer? Also so einen typischen Blockbuster, dafür müssen wir keine Werbung machen. Die haben wir auch weniger genutzt, also mit einer Ausnahme haben wir uns die zwar auch angeschaut, aber wir sind mehr bei den kleineren Spielen gelandet, weil die sich einfach den Luxus gönnen, auch mit Dingen zu experimentieren. Und auch wenn ich gesagt habe, das ernsthafte Spielen, das Spielen mit Ethik, mit Moral, was für uns natürlich sehr passend war, ist vorhanden. Muss ich halt irgendwie die AAA, die großen Spiele mir anschauen, wie die entwickelt werden. Und das ist einfach ein Riesenkapital, was da reingesteckt wird. Da wird 2, 3, 4 Jahre, wenn nicht länger, gearbeitet. Und da kann ich nicht sagen, ich probiere es mal damit. Und wenn dann Millionen in den Sand gesetzt werden, ist das halt egal. Den Luxus haben aber die Kleineren, für die das natürlich existenziell auch verheerend sein kann, aber da sind vielleicht die Mechanismen einfach anders. Ne? Ja. Ich habe hier ein Spiel XY, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Dann werde ich im nächsten Jahr nichts anderes machen, sondern ich bringe die Fortsetzung raus. Na, das ist dann einfach so. Oder 2 Jahre später oder 3 Jahre später oder ich glaube jetzt im Herbst kommt Age of Empires 4, da wartet man ja jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre drauf. Es gibt halt so Sachen, da werde ich nicht komplett neu anfangen und ein neues Konzept wagen. Ich bin immer froh, wenn das denn doch mal passiert und wenn dann klein oder groß großartige Spiele rauskommen. Ja. Dann lass uns mal noch mal kurz in diese zweite Rubrik gucken, von der du eben schon gesprochen hast, also in Bezug Ethik und Games. Das war die Rubrik Ethik beim Spielen. Ne? Und ein Beispiel hast du ja auch vorhin schon mal genannt, als du vom Cheaten gesprochen hast, also deine kleine Anekdote zum Pokémon Go-Spielen. Da gibt es ja noch einige andere Dimensionen, ja, also kooperativ oder eben auch unkooperativ zu spielen. Hate Speech hast du eben auch schon mal genannt, Toxic Behavior war noch so ein Begriff, über den ich auch mal gestolpert bin. Und dann bin ich auch bei einer Methode gelandet, die ja auch im Kontext eurer Arbeit gemacht habe, das soziale FIFA-Turnier. Ja, magst du das mal ein bisschen erzählen? Das fand ich sehr spannend. Ja. Habe ich gehofft, dass das jetzt kommt, weil zum einen habe ich da wirklich mal den Blockbuster und man kann ihn nennen, weil FIFA ist das erfolgreichste
Fußballspiel. Es gibt auch andere und das wäre jetzt so eine Diskussion unter SpieletesterInnen irgendwie, ob Pro Evolution Soccer nicht doch das bessere Spiel ist oder so. Aber FIFA ist halt sehr bekannt und wenn man in die Jugendeinrichtung geht, dann hört man da ganz oft neben der Forderung, dass mal wieder ein Kicker-Turnier gemacht wird, auch so, können wir nicht nochmal FIFA-Turnier machen? Irgendwie verschlucken die ja immer die Verben. Nochmal FIFA-Turnier. Ja, okay. Und das ist halt sehr, sehr geschätzt und das wird halt gerne gemacht. Und die Idee stammt tatsächlich von Studierenden, die im Rahmen von Seminaren sich dann Spielmethoden ausdenken mussten, auch in dem Kontext Ethik und Games. Und die hatten sich das überlegt, ein FIFA-Turnier zu machen und die Regeln ein bisschen zu verändern. Also es kommt nicht automatisch weiter, wer gewonnen hat. Na, das kennt man ja so von der Europameisterschaft, wissen wir es ja jetzt noch ganz genau. Wie im echten Leben quasi. Wie im echten Leben, sondern die PädagogInnen, die vielleicht in der Einrichtung dabei sind, machen sich hier und da Notizen, aber sagen nicht, was sie sich da notieren. Und irgendwann merkt dann vielleicht die eine Mannschaft, dass sie nicht weitergekommen ist. Und dann gibt es ein Wir haben doch gewonnen, wieso sind wir nicht weiter und wir verstehen das nicht und findet mal raus, wieso die anderen weitergekommen sind, obwohl sie nicht gewonnen haben. Und dann müssen sie so langsam erkennen, dass es nicht um das reine Ergebnis ging, sondern um die Spielweise und dieses sich dann anschnauzen, dissen, vielleicht die Mütter der Gegner mit irgendwelchen Schimpfworten belegen, all das, was man eigentlich nicht möchte, was aber trotzdem oft gemacht wird, ist natürlich ein No-Go. Und all das führt dazu, dass man nicht weiterkommt. Und das haben sie dann auch kapiert. Und dann kriegen sie nochmal eine Chance und müssen dann sozusagen mit der Faust in der Tasche oder am Controller, aber innerlich in der Tasche sich zusammenreißen und dann tatsächlich mal den anderen vielleicht loben und nicht die ganze Zeit anschnauzen und dissen und fertig machen. Und das kann man nicht überspitzen. Das muss man fein dosieren, aber dann kann man zum Anlass nehmen und sagen, dann lass uns doch mal wenigstens drei Regeln festlegen. Und eine Regel wäre zum Beispiel, Mütter haben hier als Beleidigung nicht zu suchen, weil das ist so ein Thema, ne? Dass man dann jemand anders auf die Palme bringt, weil man irgendwie Mutter, Schwester, wen auch immer beschimpft. Ja. Man könnte diskutieren, was ein schwules Tor ist, das weiß ich bis heute noch nicht, aber die wissen das alle anscheinend, ne? Weil so Sachen, ey, das war ein total schwules Tor. Sowas könnte man diskutieren, ein bisschen mit Augenzwinkern, aber die Sachen könnte man tatsächlich dann zum Anlass nehmen. Man muss es schauen, man darf es nicht übertreiben, aber in Klassenzimmern hängen manchmal so 7 goldene Regeln, wie verhalten wir uns? In Jugendzentren fehlt das manchmal und einfach zu sagen, wenn wir hier zusammen zocken, 3 Regeln oder so. Ja, schönes Beispiel auf jeden Fall, um mal deutlich zu machen, was denn diese Dimension Ethik beim Spielen eigentlich umfasst. So. Und darum ging es euch ja auch, ne? Über die Dinge dann mal ins Gespräch zu kommen und das methodisch schön umzusetzen einfach. Ja, und was ganz schön bei der Methode ist, man spielt auch. Also ganz viele Methoden, bei This War of Mine war es auch so, dass man gespielt hat, aber bei vielen anderen reflektiert man, spricht über Spiele, aber hier ist es so, dass man natürlich auch spielt. Und das ist mal ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Ja. Dann nehmen wir nochmal gerade die dritte Dimension auch kurz in Augenschein. Allein über die könnte man wahrscheinlich auch schon Stunden sprechen. Ethik über das Spielen hinaus. Sind es auch so verschiedene Aspekte, die man da in den Blick nehmen kann? Ja, es könnte um so Themen gehen wie Repräsentation von Geschlecht in digitalen Spielen. Es geht sicherlich auch um so Fragen von Jugendmedienschutz, haben wir jetzt auch zwischenzeitlich schon immer drüber gesprochen. Die Killerspieldebatte fällt sicherlich auch irgendwie mit in diesem Bereich. Ich möchte aber erstmal auf einen ganz anderen Bereich zu sprechen kommen, nämlich so die Geschäftsmodelle der Spielindustrie. Hast du eben auch schon mal ganz kurz Free angerissen. To play, but pay to win. Richtig, genau das hätte ich jetzt quasi auch in den Raum gestellt, ja, beziehungsweise diese Ingame-Käufe und so, ne? Genau, das ist alles so mehr oder weniger dieselbe Baustelle. Wie lässt sich das einordnen? Also man könnte auch da die Moralfrage stellen. Lassen sich Ingame-Käufe moralisch irgendwie rechtfertigen, deiner Meinung nach? Ja, ich finde, es ist in Ordnung, wenn der Deal auch klar ist und wenn es für die Zielgruppe auch passt, also nicht alles passt zu einer gerade jüngeren Zielgruppe, weil für die ist es noch schwierig einzuschätzen, ach, hier sind es mal 79 Cent, da sind es mal 3 Euro, da, ne, dass sich das läppert, je nachdem, wenn sie die Möglichkeit haben, das irgendwie auch zu bezahlen.
Aber ansonsten ist das ja nichts Ehrenrüchiges oder sowas, wenn jemand ein Spiel programmiert, was auch mit großen Kosten verbunden ist und dann auch immer weiter an dem Spiel und an der Verbesserung und an den Inhalten arbeitet. Es ist einfach auch legitim zu sagen, wir brauchen ein bisschen Geld, damit die Leute auch bezahlt werden. Naja gut, aber mir geht, das ist ja klar, dass Sachen, die entwickelt werden und in die Geld reingesteckt wurde, dass die auch bezahlt werden müssen. Aber wenn man so will, gibt es ja ganz grob zwei verschiedene Modelle dafür. Entweder ich bezahle einmal 50 Euro und dann habe ich dieses Spiel. Oder, und das ist ja gerade bei Kindern auch nochmal sehr relevant, es ist halt eben dieses Free-to-Play. Ja, ich kann es mir erstmal runterladen als App, inzwischen ja immer mehr so. Dann habe ich es direkt irgendwie auf meinem eigenen Smartphone oder auf dem von meinen Eltern, wie auch immer. Und dann kommen eben diese Punkte, an denen man eigentlich erst so richtig weiterkommt in dem Spiel, wenn man halt nochmal gerade 1,50 Euro ausgibt oder so. Und das ist ja auch erstmal vermeintlich günstig, aber es läppert sich halt irgendwie auch schnell. Und da fehlt ja vielleicht auch gerade Kindern nochmal so die Möglichkeit, das einzuordnen. Also vor dem Hintergrund stelle ich so diese Moralfrage, ne? Ja, wobei ich die 1,50 Euro ja auch nicht zahlen muss, sondern entweder kann ich über unterschiedliche Mechanismen, ich baue was in dem Spiel und dann ist es halt schneller fertig, oder ich muss halt 8 Stunden warten. Dann muss ich halt vielleicht 8 Stunden warten, was wiederum schwierig ist, auch wenn ich in Konkurrenz mit anderen spiele. Also na, auf dem Schulhof, was, du bist erst in Level 7, ich bin aber schon in Level 19, habe aber dafür auch schon 70 Euro ausgegeben oder sowas. Das ist natürlich eine Sache, die gehört aber, finde ich, dazu. Also das schreit nach Medienkompetenz, nach all dem, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich kann das Spiel auch so spielen. Und es gibt ja verschiedene Modelle. Werbung ertragen, das finde ich total schön, dass der Sohn das Handy, was er jetzt mittlerweile auch hat, oder Smartphone oder das iPad dann wirklich auch umdreht. Das haben wir so irgendwie als angefangen, wenn die Werbung kommt, 30 Sekunden und man dreht das irgendwie um. Das macht man jetzt nicht mehr immer, aber man macht irgendwie in der Zeit was anderes. Aber man erträgt diese Werbung, dafür kann man das Spiel aber spielen, kriegt wieder Energiepunkte oder was auch immer. So lassen sich Spiele spielen. Und wenn das aber wirklich so frustrierend ist, dann kann man auch schauen, gibt es Alternativen? Gibt es Spiele, die vielleicht der Papa kennt oder die man irgendwo anders findet, auf dem Spieleratgeber oder wo auch immer, die eigentlich das Gleiche bedienen, aber die jetzt einmalig kosten? Was du eben meintest, das müssen nicht die 70 Euro sein. Das kann dann aber mal sein, dass es eine App ist, die dann einmalig 4,99 Euro kostet oder so. Und dann kann man mal verhandeln und dann kann man auch mal sagen, okay, die kaufen wir uns jetzt mal. Ja. Wir haben es jetzt gerade bei uns zu Hause so geregelt, 3 Apps dürfen pro Woche installiert werden. Das nutzt er auch voll aus. Und wenn das eine blöde App ist, hat er Pech gehabt. Und manche Apps spielt er halt dann irgendwie eine Woche lang und dann sind die aber unattraktiv und dafür muss ich ja auch nichts kaufen. Also das ist ja auch schön und da stört denn die Werbung nicht. Okay. Du hast mir eben erzählt, du hättest noch eine Methode auch zu diesem Thema Free to Play but Pay to Win. Genau. Erzähl mal. Ja. Wenn wir in Schulen gegangen sind oder in die offene Jugendeinrichtung, dann können wir jetzt nicht von den Kindern verlangen oder von den Jugendlichen, installiert euch mal die Spiele und jetzt reden wir über Bezahlsysteme. Was aber fast jedes Kind wirklich noch als Erfahrung mitbringt, ist, Mensch, ärgere dich nicht. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Guck mal, wie schön sich der Kreis schließt. Ja. Dann bringe ich gerne ein Riesenfass mit, wo Spielsteine oder Goldstücke oder Münzen oder sowas drin sind. Und wir würden jetzt zu dritt spielen und vor dem Spiel verteilen wir die 60 Münzen, die wir haben. Und neben uns sitzt Mario, der hat ein Würfelglück dieses Mal und er würfelt 30 Münzen. Du 20, ich 10. Mhm. Und du ahnst es schon, mit diesen Münzen kann ich im Spiel was machen. Ich kann mir Schutz kaufen, dass ich nicht rausgewürfelt werde in einer Runde, oder ich kann sagen, ich bezahle jetzt den Würfel. Das heißt, es hängt nicht vom Würfelglück ab, ob ich jetzt eine 5 würfel, um dich rausschmeißen zu können, sondern ich kaufe mir die 5. Ach schön. Ja. Und dann spielen wir. Und Mario, wie gesagt, hat 30 Münzen, du 20, ich nur 10. Und je nachdem, wie es auskommt, werden auf jeden Fall 1 oder 2 Runden spielen und brauchen die Erfahrung ja nicht, wie es ohne Münzen ist, weil die jedes Kind eigentlich mitbringt. Und dann wird diskutiert, wie sich das jetzt verändert hat. Also dieses Bezahlsystem über Währung, die ich jetzt als Spielwährung bekommen habe, aber wo ich mir natürlich vorstellen kann, aus meinem Ersparten müsste ich jetzt 60 Münzen, 30 Münzen, 20 Münzen oder so auslegen. Wäre es mir das wert? Und wie hat sich das Spiel an sich verändert?
Und darüber zu diskutieren, ist sehr, sehr spannend. Und für manche ist das tatsächlich ein Wert, auch zu sagen, Spielen ist mir wichtig und auch digitale Spiele. Und ich bezahle da auch ein bisschen Geld für. Also Fortnite wäre so ein tolles Beispiel oder andere, wo ich dann auch Skins und Aussehen und Musik und Schritte und ich weiß nicht was. Also allen möglichen, hier in Köln würde man sagen, Nippes kaufen kann, mit dem ich mich aber wieder schmücken kann. Guck mal, wie toll ich aussehe, guck mal, was ich alles kann. Und dafür habe ich das und das alles ausgelegt. Ja. Mit so einem modifizierten Mensch ärgere dich nicht, kann ich dann da auch vielleicht mal in der Klasse oder am Familientisch drüber reden. Ja, ist auf jeden Fall eine super Methode, ja, total einfach und Mensch, ärgere dich nicht, haben wir sowieso wahrscheinlich alle zu Hause, kann man auf jeden Fall schnell und einfach mit umsetzen, ja, spannend. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Aspekt, wenn wir über Ethik, über das Spielen hinaus sprechen, zu sprechen kommen, kommen wir irgendwie nicht so ganz drum herum, aber wir können es bitte auch kurz halten, aber die Killerspieldebatte. Mhm. Also diese einfache These, die ja immer wieder in den Raum gestellt wird, insbesondere dann, wenn es so tragische Amokläufe an Schulen oder ähnliches gibt und dann sind es wieder die Computerspiele gewesen, die Kinder oder Jugendlichen gespielt haben. Und daraus resultiert dann auf diese These, ja, Computerspiele machen halt eben gewalttätig so. Was gibt es aus deiner Perspektive zu diesem Thema zu sagen? Also erstmal, dass wir da in der dritten Kategorie sind, wenn ich jetzt an unser Projekt denke, Ethik und Games, dass es da über das Spielen hinausgeht und da haben wir uns ja nicht nur Dinge ausgedacht, sondern wir haben beispielsweise auf der Gamescom, also auf einer großen Spielemesse, der größten, auch mit Jugendlichen gesprochen und die dann auch gefragt, was stört euch? Und das war natürlich ganz oft Thema, so die Killerspieldebatte und dieses Nicht-Verstehen, uns abstempeln, uns irgendwo in eine Ecke stecken. Das ist großes Thema immer noch, obwohl es mittlerweile ein bisschen ruhiger ist. Ja, es dreht sich immer wieder darum, diese Monokausalität, die dann immer hergestellt wird, also es gibt einen Grund, das ist das Computerspiel und deswegen ist diese Person jetzt amok gelaufen, dass das nicht funktioniert und dass das tatsächlich auch zu kurz gegriffen ist. Ja. Bei aller Tragik, die gerade im Kontext von Amokläufen da ist, muss man es vielschichtiger sehen. Wir haben 2008 mit der Bundeszentrale für politische Bildung, damals noch mit der ESL, das ist die Electronic Sports League, haben wir das Format der Elternlan ins Leben gerufen. ESL muss ich gerade nochmal erklären, sonst bleibt die Frage offen. Das ist die Electronic Sports League, das ist die Bundesliga im Computerspiel, um das so ein bisschen runtergedrückt zu formulieren. Also und E-Sports, ne? E-Sports, ist ja inzwischen auch mittlerweile in aller Munde im Grunde genommen, also kennen viele doch zumindest so, ne? Genau, mittlerweile hat man Bilder im Kopf und damals war es so, diese Bilder, das war so eine Subkultur, das wussten ganz viele nicht. Und die Idee war, Eltern und Pädagogen mal zu zeigen, worüber die ganze Zeit geredet wird. Und ich weiß noch, die erste Veranstaltung hat hier in Köln 6. Dezember 2008 stattgefunden im Tanzbrunnen. Hinten scharten schon 2000 Zuschauer mit den Füßen, weil dann vorne ihre Teams spielten und wir hatten aber die Eltern einige Stunden vorher im separaten Raum, wo sie halt sich auch die Spiele mal anschauen konnten. Und unter anderem damals war es Counter-Strike und andere Spiele. Und dann war es wirklich so, dass sie von den Medien belagert worden sind, wie jetzt Frau Meier ihren ersten Schuss mit der Maus ausführt und irgendjemand erschossen hat. Und ganz komisch, das war total blöd, auch von den Medien wieder, so dieses Hetzerische. Die Grundschullehrerin Frau Meier schaut sich jetzt diese Spiele an und wir sind voll mit der Kamera dabei. Im Hintergrund war es aber total interessant, dass Journalisten, die genau diese Medienberichterstattung machen, dann kamen und meinten, boah, ich habe schon 4 Artikel über Counter-Strike geschrieben, ich habe das Spiel nie gespielt, ich sehe das jetzt zum ersten Mal so richtig. Das ist ja total faszinierend und da geht es ja nicht nur ums Töten, da geht es ja wirklich auch um Teamwork und um Strategie und das ist ja ein totales Taktikspiel. Und dann dachte ich so, ja, schreib das doch mal. Und so diese Erkenntnis und dafür war so eine Elternlan, die jetzt immer noch durchgeführt wird, da kann angefragt werden, kann das für Schulen buchen oder im Kontext von Schule, wo dann die Eltern oder die Pädagoginnen sich das dann anschauen können. Und das ist halt total schön vom Ansatz, weil es die Möglichkeit bietet, dann auch über das zu diskutieren aus eigener Erfahrung und nicht nur die Erfahrung zu nehmen, die jetzt von irgendwelchen Politikern, die sich vor Kameras stellen und sagen, das gehört alles verboten. Ja. Und wenn ich jetzt als letztes, weil es mir sehr wichtig ist, noch so dieses Mandat für Spielerinnen und Spieler einnehme, das kann ich total verstehen, ne? Wenn die schon wieder so ein
jemand da in die Kamera quatschen sehen, der sich das weder angeschaut hat, überhaupt keine Ahnung hat und auch nicht mit den Spielerinnen und Spielern gesprochen hat, dann mache ich natürlich auch irgendwann dicht. Und wenn dann, das ist das schönste Beispiel, ein Lehrer, der meinte, ach, meine Schüler, die sind total gespannt, wenn ich wiederkomme. Ich habe denen nämlich erzählt, dass ich auf dieser Elternladen bin und dass ich mir das angucke. Und dann habe ich den gebeten, mich doch mal anzurufen, wenn er mit den Schülern gesprochen hat. Und das hat er dann auch gemacht. Und das war super, weil der meinte, ey, Counter-Strike ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das konnte ich den Schülern sagen. Und ich konnte denen das nur sagen, weil ich mir im wahrsten Sinne des Wortes das Recht erspielt habe, weil ich mir das Spiel angeguckt habe. Mhm. Und das wussten die. Und das war die Ebene. Und es geht bei uns, also bei dem Projekt Elternladen, letztendlich um Verständnisbrücken. Und die ist gebaut, wenn ich meine Vorurteile mal in Sleep-Modus versetze und dann einfach sage, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich muss das nicht gut finden, aber ich kann nachvollziehen, dass ihr das vielleicht gut findet oder was ihr darin seht. Und das ist nicht das Töten, sondern das ist das Taktische, das ist das Teamspiel, um jetzt nur bei dem Beispiel Counter-Strike zu bleiben. Es gibt ja noch viele andere, wo es dann in der Killerspiel-Debatte drum ging. Aber das ist jetzt so eine pädagogische Antwort darauf. Schaut euch das an, redet mit denen, über die ihr sonst einfach nur urteilt. Ja, mir ist ein Zitat von dir in irgendeinem Artikel, den du geschrieben hattest, auch aufgefallen. Das passt an der Stelle sehr gut. Da hattest du einfach gesagt, Erwachsene gewinnen, wenn sie die Expertise Heranwachsender im Bereich digitaler Spielekultur anerkennen. Ja. So, ne? Das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ne? Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, so anstatt sich mit einer eher oberflächlichen Berichterstattung, die man halt medial vielleicht so wahrnimmt, zufrieden zu geben. Und sowieso mit Kindern natürlich darüber ins Gespräch kommen und mit Jugendlichen. Ne? Ich meine, das ist ja die Grundlage jeder Pädagogik, wenn man so möchte. Und es fängt ja nicht bei dem 15-Jährigen an. Wenn ich bei dem 15-Jährigen, naja, da redet man ja, glaube ich, auch gar nicht mehr von Kinderzimmer, da ist ja irgendwie der Sumpf. Und wenn ich da zum ersten Mal in den Sumpf gehe, um jetzt über Medien zu reden oder so, kann ich auch draußen bleiben. Aber Medienerziehung, Medienkompetenzvermittlung, Medienbildung fängt ja eigentlich an, wenn das Kind auf der Welt ist. Wenn ein Kind irgendwie auf der Brust liegt und 3 Monate alt ist, dann gucke ich mir nicht mit voller Lautstärke irgendwie einen Actionfilm an oder höre irgendwie Heavy Metal. Sollte ich in der Regel nicht machen. Und so geht es ja weiter. Und dann fängt ja irgendwann auch die eigene Mediennutzung der Kinder an. Und da bin ich ja immer noch dabei. Ich bin derjenige, der das ganze Zeug ranholt, der das beschafft, der den Zugang gewährt. Und wenn ich geschickt bin, lasse ich mir gerade in den ersten Jahren das Türchen offen und spiele einfach mit. Also du hast die T-Shirts erwähnt, ich habe so ein Gamer-Dead-T-Shirt und noch bin ich, wer weiß wie lang, irgendwann wird es dann uncool sein, dass ich mitspiele. Noch wird es ein paar Jahre halten, aber ja, und das ist so eine schöne Zeit. Also was wir nicht nur, was Spiele anbelangt, was Medien generell, ob das das Bilderbuch ist, wo es mit anfängt, dann sind es irgendwann die Bücher, dann wird einem selber mal was vorgelesen, was total schön ist, dann legt man sich irgendwann mal hin und hört gemeinsam ein Hörspiel oder schaut sich irgendwie Serien an oder das gemeinsam zu erleben, ist doch so schön und das muss doch beim Spielen, egal ob analog oder digital, nicht aufhören. Also Medienerziehung darf doch auch Spaß machen. Also, ne, wir reden im Kontext von Erziehung immer so, ah, es geht um Regeln und ja, natürlich, aber gerade im Kontext von Spielen ist das doch was total Schönes, also sich da auch mal einladen zu lassen, mitspielen zu dürfen und ich erfahre ein bisschen was über das Spiel, das ist mir aber gar nicht so wichtig, ich erfahre ganz, ganz viel über das, wie mein Kind, wie meine Kinder das Spiel sehen, was sie darin suchen, was sie darin zu finden glauben, wie sie die Welt in dem Spiel oder generell verstehen und interpretieren und wie gewitzt sie sind, wie witzig sie sind, wie vielleicht die ein oder andere Ironie im Spiel noch nicht verstanden wird, aber dann irgendwie ein halbes Jahr später schon. Und ich habe jetzt zum Geburtstag habe ich einen Gutschein von meinem Sohn bekommen. Wie gesagt, er ist 11 geworden und das große Zelda, also das ab 12, Breath of the Wild, war für ihn vor Jahren tabu. Jetzt hat er mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, dass ich mit ihm das Spiel spielen darf. Also total clever eigentlich und da glüht so ein bisschen das Vaterherz auf und denkt so, ach ja, ist schon witzig, hätte ich auch so gemacht, glaube ich, wenn ich clever gewesen wäre. Ja, und dann
Das schimmert so die Leidenschaft auf jeden Fall durch, ja, von der ich eben ganz am Anfang schon gesprochen, genau, habe. Ja, sowohl die Leidenschaft als Vater sicherlich, aber eben auch die fürs Spielen und ja, das starke Plädoyer, mehr auf die Potenziale von Spielen zu schauen, ne, als ständig sich im Kreis zu drehen um so, ja, und vermeintliche Argumente. Ich kann ganz tolle Erinnerungen schaffen. Also ich bin auf einen Kollegen neidisch, der mir erzählt, dass er früher mit seiner Mutter diese uralten LucasArts-Adventure, also Monkey Island und sowas, gespielt hat. Ich glaube, ich kriege das mit meiner über 80-jährigen Mutter jetzt irgendwie nicht mehr hin. Aber ich bin tatsächlich neidisch. Ne? So dieses, boah, da hat er eine Erinnerung, die nimmt ihm keiner mehr. Und die möchte ich wenigstens meinem Sohn geben. Ne? Also ich habe ganz viel auf der, nicht nur Bucketlist, auf der To-Play-List. Ich freue mich auf die ersten Age of Empires-Runden dann vernetzt am Computer, weil das total faszinierend ist, ne? Dass man Computer vernetzt. Heute ist es nicht mehr so faszinierend, aber da bringe ich vielleicht auch noch ein bisschen aus meiner Faszination mit. Aber dann gegen mit dem Papa zu spielen, das wird da erstmal ganz toll sein. Und ich kann es immer noch ein bisschen mit Augenzwinkern als Arbeit deklarieren, weil ich da viel auch für die Arbeit rausziehen kann. Aber unabhängig davon ist natürlich was total Schönes für die Bindung, für die Freundschaft untereinander, für uns. Und da warten, glaube ich, ganz, ganz viele Spiele aufeinander. Ja. Was hier noch wartet, sind im Grunde genommen gefühlte 200 Fragen, die ich dir noch stellen könnte. Ja. Aber eine letzte Frage, die passt dann vielleicht auch wirklich ganz wunderbar zu dem Zeitpunkt des Podcasts, an dem wir uns jetzt befinden. Warum, verdammt nochmal, ist es so schwierig, mit dem Spielen aufzuhören? Weil es Spaß macht. Also vielleicht ist das bald die kürzeste Antwort, aber ja, weil es ja immer weitergeht. Also ganz oft ist in Spielen so, dass die auch davon geprägt sind, dass ich einen Charakter habe, den ich weiterentwickle. Dann habe ich es geschafft, endlich die Runde zu schaffen. Und dann kriege ich so einen kleinen Trailer, so einen kleinen Ausblick. Ach, im nächsten Level gibt's fliegende Drachen. Auch wie aufregend. Und im nächsten Level kann ich zaubern oder dann kann ich noch schneller reiten oder irgendwas. Und das ist natürlich total schön. Und sich dann zu begrenzen und zu sagen, ich gehe jetzt schlafen, ist schwierig. Das ist aber eine wichtige Aufgabe, das zu lernen. Und ich hatte irgendwann mal diesen Spruch vom IKEA-Katalog geklaut. Entdecke die Möglichkeiten. Schaut doch einfach mal, was für Möglichkeiten auch Spiele bieten, sich mit Kindern, mit Jugendlichen darüber auseinanderzusetzen und zu unterhalten. Und dann habe ich es einfach für mich in so einen Dreisatz erweitert: entdecke, begreife und nutze die Möglichkeiten. Mhm. Und tatsächlich ist mir über Nacht jetzt noch so ein vierter Punkt, vielleicht ist es dafür jetzt zu kurz, dazu gekommen: begrenze die Möglichkeiten. Das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage, die lasse ich jetzt auch ins Offene ausfließen, weil manchmal sind es zu viele Medien. Also wir kennen das noch, Fernsehen mit 3 Programmen, wir kennen Testbild, wir kennen... Ja. Auch so dieses Nichts und das nicht nur aus der unendlichen Geschichte, sondern wir kennen einfach so, wir kennen auch Langeweile und wir kennen auch mal so, ah, jetzt muss ich mir mal was ausdenken. Und jetzt ist es so, alles ist verfügbar. Ich habe nicht eine Platte, auf die ich Wochen gespart habe, die ich mir kaufe, sondern ich lade mir ganze Diskografien runter oder ich habe in Spotify oder wo auch immer alles verfügbar. Und das finde ich ganz spannend, sich da mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit sich selber auch nochmal drüber unterhalten. Also auch Dinge mal zurückzufahren, sich zu begrenzen, auch mal wieder zu reduzieren. Und das heißt nicht nur schaffe Möglichkeiten, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, um die Wertschätzung auch wieder reinzubringen, begrenze auch manchmal die Möglichkeiten. Ja. Sehr viele schöne Anregungen und Impulse von deiner Seite, Jürgen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich erwähne es an dieser Stelle nochmal und schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Also es gibt einmal die Plattform Digitale Spielwelten, wo sehr, sehr viel von diesen Methoden, die du ja zum Teil heute auch angerissen hast, zu finden sind, die für PädagogInnen oder MultiplikatorInnen interessant sein könnten, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Und für Eltern ist sicherlich der Spielratgeber eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, wenn es darum geht, sich mal darüber zu informieren, welche Spiele sind denn für Kinder welches Alters tatsächlich auch richtig gut geeignet. Und ich habe noch eine Ergänzung. Einen Link, da habe ich, ich weiß gar nicht wie viele, 200 Sachen zusammengestellt, wo dann Methoden, wo aber auch ganz, ganz viele Links zu finden sind, wo ich Informationen, Tipps bekomme, wie kann ich tolle Anregungen finden, aber wo finde ich auch Anregungen, wenn es mal irgendwo juckt oder brennt. Und
Die sind dann gesammelt und das kommt auch in die Shownotes. Herrlich, wunderbar. Schön, dann machen wir für heute einen Punkt dran. Ich freue mich, mit dir abschließend nochmal anstoßen zu können hier mit diesem köstlichen Zitronenteegetränk, den ich inzwischen in der dritten Runde schon verdünnt habe. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass er den Geschmack angenommen hat, den er auch haben sollte. Also vielen Dank, Jürgen, fürs Mitmachen. Gerne. Cheers und auf bald. Sehr gerne, war sehr schön mit dir. Danke dir, ciao. Ciao.